Staring at herself in the mirror on the restroom door. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen. Ich habe zu viele Zuhörer da. Kein Bock. Was? So, ja, heute ist Dienstag. Ich war einkaufen ein bisschen später, weil ich war heute Morgen schon für die Schule unterwegs. Auf dem Sportplatz 2 Stunden in der Sonne. Ja, genau. Aber dann bin ich doch noch einkaufen gefahren und deswegen zeige ich euch das jetzt, wie immer. Ja. Ich bin nicht im Flow, weil das stört. Was stört denn? Dass ihr da seid. Muss einfach nur ein Highlighter. Ja. Nein. Genau, also der Mann ist wieder zu Hause, dem geht's gut, ihm geht's zu gut. Ja. Den haben sie einen Tag früher entlassen, wie angekündigt. Ich bin ja Raucher. Fand ich toll. So, auf jeden Fall, das ist mein Wochenplan für diese Woche. Ich lese ihn euch vor. Gestern am Montag gab es Reste von Sonntag. Da gab es Schweinebratenknödel, Rotkohl. Heute am Dienstag soll es geben Lammkuhn. Das ist ja die türkische Pizza. Und für die Kinder gibt es dann normale Pizza. Die ist auch übrigens beim Edeka diese Woche im Angebot. Am Morgen soll es geben eine Hacklauchsuppe mit selbstgebackenem Brot. Am Donnerstag Kassler Sauerkrautpüree. Das ist der Mann alleine, was wir 4 anderen essen, keine Ahnung, vielleicht nur das Püree. Ich habe keine Lust auf Kassler und keine Lust auf Sauerkraut. Aber er hat es sich gewünscht, also soll er es auch kriegen, nachdem er letzte Woche nur eine Tafel Schokolade bekommen hat. Ne? Der arme Mann. So, am Freitag soll es geben einen Zwiebelkuchen. Am Samstag gibt es Hackpfannekuchen, also überbackene. Und für die Kinder gibt es normale süße Pfannekuchen. Und am Sonntag steht ein Fragezeichen. Also ich habe keinen Plan, was ich Sonntag kochen soll, vielleicht fällt uns ja im Laufe der Woche noch was ein. Ich war einkaufen, kurz im Edeka und im Netto. Es ist gemischt, aber ich zeige es euch jetzt einfach. Ich sag euch ja sowieso, wo es eher ist. So. Ich habe hier einmal Aufschnitt und zwar Krustenkassler. Genau. Kann also da noch. Essen gekauft? Ja, Krustenkassler. Wahnsinn. Wurst. Bevor ich das jetzt wieder vergesse. Ein 6er-Pack Cola für den Mann. So, weiter geht's. Dann habe ich hier einmal rohe Schinkenwürfel. Die sind für, wofür sind die? Keine Ahnung. Für irgendwas brauchte ich die. Für den Hackpfannekuchen. Nee, für den Zwiebelkuchen. Genau. So, hier ist Hackfleisch. Das reicht für die Hackpfannekuchen und für die Hacklauchsuppe. Dann haben wir hier einmal Schinkenwurst. Einmal Mett. Dann habe ich hier Kassler Minutensteaks. Kassler, die anderen Steaks waren gerade nicht da, aber die Minutensteaks reichen, finde ich. Dann habe ich hier einmal Gouda mitgebracht. Dann haben wir hier einmal die Streichzarte Rama. Im Angebot beim Netto diese Woche ist Meckle feine Butter für 2,22 Euro, meine ich, ist es. Dann haben wir hier noch diverses an Joghurt. Und zwar zweimal Sahnejoghurt, Pfirsich-Maracuja. Dann habe ich hier zweimal auch Sahnejoghurt, Erdbeer. Dann kommt jetzt Grand Dessert, ist nämlich im Angebot beim Netto für 55 Cent. Einmal Schoko. Zweimal? Hallo? Okay. Kommt vielleicht noch Panna Cotta. Typ Panna Cotta, also da ist Erdbeer drauf. Vielleicht wird ihm das auch geklaut von irgendeinem Kind? Ich weiß es nicht. Das esse ich jetzt gleich. Grand Dessert Vanille und Double Nut. Also ich meine, ich hatte 5 gekauft. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Vielleicht kommt noch eins. So, dann habe ich noch Edeka mitgenommen. Hier so eine Eissalat mit Schunk für auf die, das Lammkuhn. Und das Lamm. Halt doch einfach deinen Mund. Hier ist auch schon die türkische Pizza. Sind 3 Stück drin. Ist recht teuer geworden mit 3,29 Euro, glaube ich. Und hier haben wir dann noch vom Edeka für 2,22 Euro die Dr. Oetker Ristorante Pizza Pasta für die Kinder. Genau. So, dann kam noch ein Becher saure Sahne mit. Das brauche ich auch für irgendwie. Ich habe keine Ahnung mehr, für was ich brauche. Zwiebelkuchen, glaube ich. Dann habe ich hier noch einmal Joghurtdressing mitgebracht für auf die türkische Pizza heute Abend. Und dann der Sommer ist ja vorbei, wisst ihr Bescheid. Die Überraschungseier sind wieder in den Geschäften, 55 Cent diese Woche beim Netto im Angebot. So, dann ist die erste Tasche auch leer.
Dann gehe ich direkt zur zweiten. Und diesmal eine Tüte. Ich habe nämlich weit weg vom Edeka geparkt und hatte keine Tasche dabei. Schlau. Einmal Instant-Püree. Das ist ja das Lieblingspüree der Kinder. Deswegen durfte das auch nochmal mit. Dann habe ich hier die Mini-Laugengebäck. Also da sind dann ja so Knotenbrötchen, Laugenstange und normale Laugenbrötchen. Schmecken sehr gut, sind auch schnell gebacken in 12 Minuten. Dann braucht es Zucker. Jetzt gab es ja netto nur feiner Rübenzucker. Ich habe den noch nicht probiert. Habt ihr da vielleicht Erfahrung, ob der gleich dem Zucker schmeckt wie der andere? Der ganz normale Zucker, wisst ihr, was ich meine? Anderen hatten die aber jetzt nicht, deswegen probieren wir das mal aus. Ne? So, dann habe ich beim Edeka noch mitgebracht die Rosinenbrötchen für die Annalena und weg mit dir. Zweimal Mehl. Da brauchte ich nämlich jetzt ganz dringend Neues. Es wurde nämlich jetzt schon richtig knapp mit meinem Mehlvorrat. Ich glaube, ich habe nur noch 500 Gramm. Und ich wollte auch diese Woche nochmal die Nutella-Schnecken nochmal backen, weil der Mann keine abgekriegt hat. War auch sehr traurig darum. Deswegen backen wir die einfach nochmal. So, ich hole das neue Körbchen hoch und dann geht sofort weiter. So, dann habe ich noch mitgenommen zweimal 1,5%ige Milch, weil der Mann ist jetzt zu Hause, der frühstückt auch gerne Cornflakes. Dann habe ich hier zwei normale Brötchen und hier beim Bäcker, das war jetzt vom Bäcker, noch drei Rosinenschnecken. Ja, genau. An euch beiden da hinten habe ich auch gedacht. So. Und das Kind, was noch in der Schule ist, aber gleich kommt, kriegt natürlich auch eine. Dann durften noch mit Rispentomaten, die ich letzte Woche gekauft habe, die waren leider schlecht. Unter dem Papier hier konnte ich nicht sehen, dass die nicht mehr gut waren. Ich habe neue gekauft. Ja, mal gucken, wie die gleich aussehen. Dann habe ich hier einmal einen neuen Ketchup, wieder Papa Joe's, weil der andere ist immer noch nicht da oder schon wieder weg. Ich habe keine Ahnung. Dann kam mit einmal die Dinkelnudel Spirelli und auch die Dinkelnudel Hörnchen. Dann einmal Eier. Dann einmal die Tomatensoße, habe ich ja schon öfters erwähnt, dass wenn ich die sehe, nehme ich sie mit. Und das war auch die letzte, deswegen hatte ich Glück. Dann gibt es hier das Sauerkraut. Dann habe ich hier einmal von Bio Bio, aber die waren jetzt tatsächlich günstiger wie die Markenware. Deswegen habe ich die Tomaten mitgenommen in Stücken. Ich brauchte irgendwelche doofen Tomaten, aber ganze Tomaten mag ich nicht. Deswegen gab es die in Stücken. Ist eigentlich dasselbe, nur gestückelt, ne? Egal, ich hab die gekauft. Wow, aber um die Hälfte billiger wie die ganzen Tomaten. So, einmal die Lieblingswurst vom Niklas und vom Luca. Durfte auch wieder mit. Dann habe ich hier gesalzene Cracker. Ich nehme immer was mit, was mit in die Brotdose kann. Dann habe ich hier zweimal Lauch für die Hacklauchsuppe. Zwei Gurken, die waren jetzt im Angebot diese Woche. Ich sortiere hier ein bisschen aus, werdet ihr gleich sehen, warum. Dann habe ich hier einmal Zwiebeln für 1,39, das ist 1,5 Kilo Netz, gerade im Angebot oder im Marktpreis. So, und dann gibt es ja wenn du 20 Euro für 20 Euro Einkaufswert, kriegst du ein Los beim Netto und jedes Los gewinnt. Ihr könnt das hier oben aufrubbeln und in der App einscannen und hier unten sind Mehrfach-Coupons, Punkte-Coupons drin. Und in der App einscannen den QR-Code und dann kriegt ihr Geschenke. Und da habe ich letzte Woche schon mal ganz doll abgesahnt und diese Woche habe ich dann auch schon mal mitgenommen, was dann da war. Also ein Geschenk war nicht da, weil es ausverkauft war. Es wäre ein Deo gewesen, aber ich gucke nächste Woche mal. Vielleicht ist es dann ja wieder da. So, einmal gewinnen hier von Trolli die Apfelringe. Dann von Fritt ein Geschenk. Ja, die Fritt-Dinger, die liebe ich ja über alles. Und dann gab es hier noch Apfelbananenmark von Bio Bio. Weiß nicht, ob die das essen. Aber der Mann, der löffelt das bestimmt gleich. Zumindest hat er gleich keine Zähne mehr, dann muss er das essen. So, ja, also wie gesagt, die Lose, ich finde das immer eine ganz tolle Aktion. Ja, ich insgeheim hoffe ich auf das Auto, E-Bike oder E-Roller, würde mir auch gefallen. Ja, wie gesagt, 20 Euro einkaufen, ihr kriegt so ein Los. Und ich würde sagen, das war's für diese Woche. Macht es gut, bleibt gesund, bis dann. Ciao.